Hallo und herzlich willkommen zu Folge 83 von Gothic 1 Dunkelgeheimnisse. Wir waren in der letzten Folge noch ein bisschen im Orkgebiet, haben ein paar Gegner umgeknüppelt, sind zurück ins alte Lager, haben kurz mit Raven gequatscht, aber der hat uns nicht verbindlich zu Gomez geführt, sondern uns die Möglichkeit gelassen, erstmal die Erzbarone auszurauben. Und genau das tun wir jetzt auch. Die geht genauso auf. Ist das euer Ernst? Was soll denn das? Waren die alle beim selben Schlosser, oder was? Und der hat sich keine Mühe gegeben, wie es scheint. Ist auch einfach rechts, dann 1, 2, 3, 4, 5 mal nach links und wieder 2 mal nach rechts. Ich beschwere mich aber auch gar nicht. Die Ausbeute ist nämlich nochmal genau dieselbe. Und ich freue mich immer über Silberbesteck. Ja, und die permanenten Lebenstränke sind natürlich auch ganz nett. So, ist hier nicht noch eine dritte Truhe? Genau. Ich weiß gar nicht, welcher Raum das hier ist. Ist das hier der Raum von Torus, Ska und Ato oder was? Ich habe da gar keine Idee, wessen Raum da wessen ist. Und die Truhe geht genauso auf. Und Nummer 3. Ja, also der Dietrich, der jetzt abgebrochen ist, den nehme ich in Kauf. Also, weil allein die Wertgegenstände hier, die sind auch 20 Dietriche wert. Also, ich bin halt nur ein bisschen wütend, wenn ich dann irgendwie im Außenring 3, 4 Dietriche verballern, am Ende sind da 7 Erzbrocken drin, da wird man dann natürlich schon ein bisschen wütend. Bei der brutalen Ausbeute hier kann man sich natürlich nicht beschweren. Dann hätten wir hier eigentlich schon mal einen der wertvollsten Räume abgeschlossen. Ich glaube, das ist aber allerdings ein bisschen anders als im Hauptspiel. Ich glaube nicht, dass im Hauptspiel hier einfach dreimal dasselbe zu finden ist und dreimal dieser Trank. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Variation drin. Aber 30 Lebenspunkte mehr, ne? Zum Wohl. Ich glaube, ist auch niemand sauer auf uns, ne? Greift uns niemand an, kurz mal testen. Raven, alles gut. Hat nichts gesehen, nichts bemerkt, nichts gehört. Für irgendwas muss das Schleichen ja gut sein. Normalerweise ist es halt ohne Schleichen hier ein bisschen schwer bis unmöglich. Aber das haben wir ja so oder so auch lernen wollen, ne? Das ist, glaube ich, schon Bartolos Raum, genau. Ich überlege auch gerade, was sinnvoller ist. Erstmal hier alle Räume abklappern. Die Gruft. Oder vielleicht von Bartolos Raum rüber. Ich habe halt schon Bock jetzt irgendwie auf diese Lager. Auf diesen Lagerturm, ne? Weil da soll es gut was an Kram geben. 1, 2, 3 mal nach links. 1, 2, 3, 4 mal nach links. 1, 2, 3, 4 mal nach links. Einmal nach rechts, einmal nach links. Dann wieder nach rechts, wie es scheint. Ich müsste es haben. Außer ich kriege jetzt irgendwie einen Kollaps, weil die Kombination noch größer ist. Noch höher ist, als ich dachte. Also 4 mal nach links, rechts, links, rechts. Links und offen. Und einmal aber der Steinhaut, das ist ganz nett. Bisschen Bier, das muss auch mal sein. Bisschen Woi, nehmen wir auch noch mit. Und 3 Tränke, mit denen man wirklich was anfangen kann. So, jetzt lassen wir überlegen. Ich glaube, was uns jetzt noch fehlt an Räumlichkeiten, weil hier ist jetzt auch keine Truhe mehr, genau. Hier geht's rüber in den wertvollen Turm. Da gehe ich jetzt als erstes rein, da habe ich jetzt Bock drauf. Aber ansonsten fehlt uns, glaube ich, noch Ravens Bude und die von Gomez. Wie gesagt, bei Gomez gibt es auch erstmal nichts zu holen. Da kann man nur zuschauen, wie Velaya ein elendes Leben führt. Ansonsten kann man in dem Raum nichts machen. Und die Truhen kann man ja sowieso erst in einem viel späteren Kapitel dann knacken. Beziehungsweise man knackt sie ja nicht, sondern man bekommt ja den Schlüssel. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier drüben. Haben es geschafft, tatsächlich. Ich will mal ganz kurz eine Fackel auspacken. Unter uns hört man noch die Köche. Die müssen heute Nacht nochmal was kredenzen. So, hier haben wir direkt 3 Truhen. Mal gucken, was sie jetzt holen. Wie gesagt, das sollte nicht deckungsgleich sein mit dem Krempel, den man im normalen Spiel hier findet. Aber wer weiß. Rechts, zweimal nach links, dann wieder rechts. Rechts, zweimal nach links, zweimal nach rechts und dann links und dann scheinbar wieder nach rechts.
zwar zweimal. Hier ist ja dicke Bescherung. Hier kann man gut was an Vorräten mitgehen lassen. Ich glaube, das ist allerdings ja noch deckungsgleich. Das müsste, glaube ich, im Standardspiel genauso sein. Einfach absolut viele Fressalien hier zu finden. Wie viel Dietrich haben wir denn noch? Auf dem Besteck, auf dem Scheiß. Schon wieder ganz oben, ne? Wo sind denn die Dietrich? Bin ich denn total bescheuert? Ah, 16, okay. Ja, das... Das kann man akzeptieren, 16 noch zu haben, ist okay. Also zweimal nach rechts, zweimal nach links meine ich, dann dreimal nach rechts, dann links und dann zweimal nach rechts, okay. Hier haben wir 2500 alte Münzen. Ja, 2500. Ich glaube, so viel sind ja im Originalspiel nicht drin. Man darf allerdings auch nicht vergessen, man braucht die auch für nichts, ne? Also, zumindest im Originalspiel 500 Erzbrocken nehmen wir gerne mit. Ich nehme auch die 2500 Münzen mit. Hab allerdings keine Ahnung, was wir mit denen anfangen sollen. Also, wir hatten ja in die Welt der Verurteilten Diego, der hat die uns im Wechselkurs 1:1 für Erz dann ausgetauscht. Aber in Dunkle Geheimnisse keine Ahnung, was die Münzen bringen. Und auch keine Ahnung, ob die irgendjemand haben will. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir sie auf jeden Fall mal mit. Weil, wie gesagt, es ist irgendwie sehr, sehr unsinnig, dass hier 2500 Münzen drin sind, ohne dass die halt irgendwas, dass die irgendeine Bedeutung haben. Deswegen mitnehmen ist mitnehmen. 10 Pokale nehmen wir auch mit. Und einen Haufen Besteck. Und allein jetzt schon nach zwei Truhen muss ich sagen, ja, hier drin kann man verdammt viel mitgehen lassen. Links. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, links, links. Einmal links, zweimal rechts, viermal links und dann rechts. Jawohl. Ja, und da haben wir jetzt halt ein bisschen Rotz drin. Also 5 Schimmelwaffen. Aber wie gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass das hier unterschiedlich ist im Vergleich zum Standard Gothic 1. Da dürfte hier wirklich anderes zu finden sein. Zumindest die 2500 Münzen kommen mir jetzt gerade ein bisschen unbekannt vor, aber wer weiß. Vielleicht habe ich es auch einfach nur viel zu lange nicht mehr gespielt. Und in Welt der Verurteilten war hier einfach nur was anderes. Das kann ja auch alles sein. Es kann auch sein, dass da in der in dem Raum von den, ich sage mal, niederen Erzbaronen, dass da auch wirklich dreimal dasselbe in den Truhen ist und dass die auch dreimal dieselbe Kombination haben. Und ich habe es einfach nur verdrängt und stelle mir einfach nur vor, dass es irgendwie zu... dass es einfach unterschiedlicher hätte sein müssen und es irgendwie alles so jetzt wirkt. Aber wie gesagt, kann auch alles falsch sein, was ich mir hier gerade zurecht denke. So, da hier haben wir eine Truhe und hier haben wir noch zwei Kisten und da ist noch eine Kiste. Also weiter geht die wilde Fahrt. Abgebrochen. Rechts, links, links, rechts, dreimal links. Eins, zwei, drei, rechts, eins, nee, eins, zwei, drei, links, rechts, links, rechts, rechts, okay. Ja, hier haben wir wertvolle Fälle drin, auch gar nicht mal so wenige. Stoppen Sie mal gucken, dass ich mir auch hier behalten habe, die Kombination. Also, rechts, links, 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 rechts, links, rechts, rechts. Genau. 15 mal Wolf, 10 mal Schattenläufer. Allein das, was in der Kiste hier wieder drin ist, ist extrem wertvoll für unseren guten Freund hier, den... Ach Gott, wie heißt der nochmal? Kelren? Ne, irgendwas mit K und E und L. Und dann ist er noch irgendwo ein R. Ihr wisst, wen ich meine, ne? Der bei Cavalon hinten. Da kann man ja generische Missionen mitnehmen bei dem. Da kriegen wir auch gut EP für. Also es beginnt mit dreimal nach rechts. Dann gibt es zweimal links. Rechts aber nur einmal.
Und dann zweimal nach links. Nee, doch nicht. Okay. Hier gibt's seltsamerweise viel zu viele Ringe und ein bisschen was zu dübeln, aber nehmen wir alles dankbar an. So, also dreimal rechts, zweimal links und dann rechts, links, rechts. Jawohl. Grüne Novizen, Traumruf, dreimal den Ring, einmal Feuerschutzring und zweimal Flammenschutzring. So, dann haben wir hier noch eine Kiste. Und wie gesagt, die eine Truhe, die übersieht man schnell. Ich vergesse hoffentlich nicht. Ne? Die ist da hinten. Gut versteckt. Aber ich vergesse sie oder verdränge sie höchstens, wenn wir hier das Truhen und Kisten öffnen, ja, die gesamte Energie raubt. Aber das wird nicht passieren. Links, zweimal nach rechts. Links, rechts, links. Links, zweimal nach rechts, links, rechts, links, links, rechts. Okay. Und hier drin haben wir nochmal einen Haufen Besteck, warum auch immer. Und noch ganz viele Tiertrophäen. Im Hauptspiel, also im Standard-Originalspiel, sind hier auch ein Haufen Dinge. Ich habe jetzt tatsächlich nur keine Ahnung, ob das komplett deckungsgleich ist. Weil 13 Schattenläuferhörner, das ist schon eine Hausnummer. 13 mal Besteck, ne? Also Wahnsinn. Wo findet man denn 13 mal Besteck? Mir öffnet sich nur gerade ein theoretisches Problem, aber das können wir auch praktisch lösen, indem wir einfach schleichen. Es wird Nacht, dann will der Bartholo auch irgendwann schlafen. Das heißt, wir müssen bei dem wieder durchs Zimmer. Aber das wird schon klappen. Zweimal nach links, rechts, links. Und dann wieder rechts, nochmal. Nein, nicht rechts, okay. Zweimal nach links, dann rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Jawohl. Gut, hier haben wir nochmal ein bisschen was zu saufen. Dann nehmen wir doch gerne alles mit. Also, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Auf Reisschnaps, bisschen Bier und noch ein bisschen Woi. Alles wird eingetütet. Dann hätten wir auf der Etage auch alle vier Kisten. Also wie gesagt, hier drin Lotto gewinnt, ne? Auch ja nichts übersehen, ne? Dass hier hinten dran noch irgendwas übersehen wird. Das will ja auch keiner. Und weiter geht's. Die nächste Leiter wird empor gestiegen. Ich weiß gar nicht, wie viele es noch sind. Hier haben wir, glaube ich, nochmal Truhen. Oder nicht. Doch, dahin müssten noch zwei sein. Ne? Hier ist auf jeden Fall nichts. Hier sind nur ein paar Fässer. Genau, hier haben wir nochmal zwei Truhen. Keine Ahnung, was hier drin ist. Ich hoffe, wenn wir da hochgehen, sind wir, glaube ich, schon ganz oben am Turm. Ich bin mir jetzt aber auch nicht 100% sicher. Es fängt an mit dreimal nach links. Einmal nach rechts. Dann wieder zweimal nach links. Dann rechts. Und dann nochmal rechts. Jawohl. Oh Mann. Also, um das ganz kurz festzuhalten. Ich verwette meine 20.000 Erz, die ich bei mir trage, dass im Originalspiel hier mit Sicherheit nicht 8.000 Münzen zu finden sind. Kann mich auch irren, aber ich glaube, so viel ist hier normalerweise nicht zu finden. Nichtsdestotrotz nehmen wir die mit. Ich bin nur gerade überlegen, gab es nicht irgendwo eine Taste, wo man alles eintüten konnte oder in 100er Schritten. Ich bin da gerade ein bisschen überlegt, ich benutze meistens nur den 10er Schritt. Aber gab es nicht auch irgendwie... Dann müssen wir in 10er Schritten das Ganze machen. Aber auch wieder ganz wertvoll. 24 mal Besteck. Ja, das ist auch nicht zu unterschätzen. Besteck ist wertvoll.
Der Punkt ist, ihr werdet mich wahrscheinlich totschlagen wollen, weil ich jetzt hier mit 12.000 Münzen durch die Gegend renne, die wahrscheinlich überhaupt gar keinen Wert besitzen. Und ich blöd, man denkt mir, ach, irgendwann können wir die eintauschen. Und dann gibt es das große Geld. Das Schlimme daran ist, selbst wenn das der Fall sein sollte, ja, dann weiß ich nicht mehr, ob sich das wirklich lohnt, weil wenn wir dann 1:1 dafür Erz bekommen, stellt sich die Frage, ja, wenn wir mit 20.000 Erz sowieso schon mehr als übersättigt sind, was bringen uns dann 32.000? Ist auch eine gute Frage. Aber ihr wisst ja, ne, mehr bedeutet immer mehr. Auf jetzt kommen, das gibt's doch nicht. Der Punkt ist, ich glaube, mit Steuerung rechts kann man in 100er Schritten in Gothic 1 hier vorankommen. Das Problem ist nur, meine Tastatur hat diese Taste nicht und das macht das Ganze hier bedeutsam schwieriger. Aber wir haben es ja gleich. Und ich habe einen Kampf in der Hand. Aber egal. Dafür sind wir reich an wertlosen Münzen. Das ist ja auch was wert. Also eigentlich nicht, aber egal. Wir haben es. Und die 24 Besteck. Packungen, Portionen, was auch immer. Auf der anderen Seite überlege ich gerade, oder gibt es hier vielleicht wirklich im Originalspiel auch diese 8000 Münzen hier drin? Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das gerade so vertraut vor, 11.000 bis 12.000 wertlose Münzen dabei zu haben. Ich weiß nicht wieso. Zweimal nach rechts, dreimal nach links, ne, viermal. Und dann nur einmal nach rechts und dann wieder nach links. Und hier drin gibt es auf jeden Fall nochmal Bescherung. Das ist wahrscheinlich sogar mit die wertvollste Kiste. Ich meine, wie gesagt, man kann alles vorrätig immer zur Genüge haben. Also, wie gesagt, mehr ist immer mehr. Aber Tränke sind es am taktisch wertvollsten. Gerade weil unser Verbrauch auch doch ein bisschen gestiegen ist. Also jetzt gut, mal wieder ein bisschen hier aufzutanken. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob sich jetzt hier noch irgendwas verbirgt. Ne, oben sind wir jetzt nur, genau, jetzt sind wir ganz oben. Und das Problem ist, mir wurde, ich habe, das war eine Vermutung meinerseits, also mir wurde geschrieben, dass wir auch eine Rüstung finden können. Und zwar einer Location, an der ich noch nicht war. Und ich glaube, das Ganze bezieht sich auch auf die Burg. Und das Problem ist halt, wir waren überall. Außer hier jetzt im Lagerturm, und den haben wir jetzt ja auch abgeschlossen. Und in den Räumlichkeiten von Raven und Gomez. Ja gut, und im Haus der Magier, da waren wir auch noch nicht drin. Aber da kommen wir jetzt auch gar nicht rein. Das heißt, entweder habe ich hier was übersehen im Turm. Was auch sein kann. Aber ansonsten können wir uns auf jeden Fall erstmal glücklich schätzen mit den ganzen Vorräten, die wir hier stibitzen konnten. Dann sagen wir 1 Uhr nachts und hoffen mal, dass der Bartolo schon tief und fest schläft. Dass wir schön in Ruhe hier wieder rauskommen. Ich gucke mal ganz kurz hier in den Ecken. Nicht, dass da irgendwo eine Rüstung rumliegt, ne? Das könnte ja sein. Das sieht allerdings nicht danach aus. Hier sind nur Fässer. Okay. Gut, das heißt, die Bescherung wird damit vollendet. Wir schauen noch mal, dass wir jetzt hier einigermaßen sicher rauskommen. Ich speichere wieder viel zu oft. Ich werde hier noch paranoid. Wie gesagt, wir können ja schleichen. Das ist ja wirklich mit das Wertvollste. Sind wir auch noch kurzzeitig unsichtbar. Hey du, raus hier! Okay, der ist sogar noch wach. Dann mache ich mal einen Abgang, ne? Du lernst schnell. Okay. Wir haben es tatsächlich überlebt. Das Problem war, gut, der Raven, der schläft jetzt sowieso nicht. Der steht ja hier, bis wir die Dialogoption quasi wählen werden. Ist hier gerade jemand drin?
Oder ist die Kirche weg? Weil dann nehme ich noch ganz kurz hier nochmal den ganzen Spaß mit. Das muss es sein, ne? Kerzenständer. Und gute Schinke. Den nehme ich natürlich gerne mit. Ich frage mich ja, was der Raven davon eigentlich hält, dass hier so ein Depp rumläuft. Seltsamerweise in Templerrobe oder was, ne? Und eiert hier rum und klaut alles, was er hier gerade klauen will. Das ist ja absolute Frechheit. Wir sind in der nächsten Folge, machen wir hier weiter. Ich gucke mal, ob ich die Truhe hier auch noch knacken kann oder ob wir dann von Raven irgendwie auf den Sack bekommen. Was gut passieren könnte, weil der steht schon ein bisschen im Sichtfeld, aber naja, das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Ansonsten gibt es noch zwei Räumlichkeiten hier im Haus der Erzbarone, die wir untersuchen müssen. Wenn wir damit durch sind, gehen wir zu Gomez und werden Schatten. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.